Hallo ihr. Kubo-Nüsse sind lecker, Kubo. Ich bin... Na klar. Ey, du gefällst mir. Bitte. Vielen Dank nochmal, Kubo. Von jetzt an können wir bestimmt ein glückliches Eheleben führen. Ja. Ein Brief von Mudo und Kubo bestimmt ein Glückwunsch unserer Familie und Kubo. Lass ihn uns sofort lesen, Kubo. Das diesjährige Jagdfest in Lindbom war ja sowas von aufregend, Kubo. Die höchste Jagdpunktzahl betrug unglaubliche 154 Punkte und gewonnen hat jemand namens Freya, Kubo. Damit kann sie sogar den Vorjahresrekord von Vena mit 102 Punkten weltweit hinter sich gelassen, Kubo. Ich kann mich gar nicht mal einkriegen, Kubo. Nun ja, leider keine Glückwünsche, aber dennoch sehr interessant, Kubo. Mama, bitte speichern, danke. Ich speichere, Kubo. So, dann fangen wir mal hier oben wieder an. So. Ich brauche eigentlich 20.000 Speicherpunkte. So, Mugnet. Nichts. Nichts. Noch einen Augenblick! Kubo? Nimm mir das Zeichen meines Dankes, Kubo. Messias-Glocke erhalten. Und bring mir noch wieder ein paar Nüsse vorbei, Kubo. Danke. Oh, warte. Draußen ist es gefährlich, Kubo. Ja, halt die Fresse. Wo bin ich denn jetzt? Huch. Aha. Interessant. Gut. Wir haben jetzt Messias-Glocke bekommen. Kann ich dann... Kann ich nicht. Ich meine, es ist ein interessantes Rätsel, wenn ich ehrlich bin, aber irgendwie dann dennoch nervig. Was ist passiert, mein Bester? Freya! Seid vorsichtig. Diese Amaluke wird von zwei kleinen Clowns kontrolliert und ist völlig von Sinnen. Huch. Ey, warum sagt mir das keiner, dass hier ein Bossfight ist? Nächstes habe ich davor gespeichert. Oh, ein Water Dragon. Klar mal. Elixier. Dann du mal Abwehr machen. Wasser. Wen machst du Wasser? Du mal sammeln. Quina verreckt mir halb was. Ich Silber nochmal bitte. Ich musste mal ein bisschen sammeln weiter, Vivi. Ah, so. Toll, dass er jetzt gestorben ist. Mhm. Setzen wir in High Potion, auch wenn ich das ungern einsetze, weil wir so wenig davon haben. Aber du brauchst ja. Autsch. Ich getackelt der Dude. Alter.
gesehen. Spring! Autsch. Freya, spring doch mal. Freya hat keinen Bock zu springen. Mal eine Potion. Wieso springt Freya nicht? Schön, dass du mich stumm gemacht hast. Also irgendwie hatte Freya überhaupt keinen Bock da irgendwie zu springen, ne? Ich nehm Kühne jetzt einfach als Heiler. Ich glaube Echo gerade war gegen Stumm, ne? Dracotech. Perfekt. Ich merke mir nämlich nie, was gegen was ist. Außer Gift, das ist ja überall gleich. Guck mal an. Autsch. Uff, voll weggetackelt. Mach mal Blitz. Oder sie dann tötet ihn einfach. Auch gut. Auch gut, wenn sie dann ihn tötet mit 644. Ist okay. Okay. Und ich krieg von dem hundertprozentig keine Erfahrungspunkte, ne? Wie ich das Spiel kenne. Ja, bei Bossen kriegt man ja keine Erfahrungspunkte. Wieso kriegt man bei Bossen keine Erfahrungspunkte? Das ist ja so richtig unlogisch. In jedem anderen Spiel kriege ich auch Erfahrungspunkte für einen Boss. Oder wenigstens bessere Items. Wenn schon dieser Maluke von Sinnen ist, dann verheißt es nichts Gutes. Der König ist in Gefahr. Dann gehen wir zum König. Ach nein. Warum hat der... Seriously? Das ist Alexandria. Große Zitadelle, Südentor. Hinter diesem Südentor liegt unser Königreich Alexandria. Ist er noch Stufe 7? Alter, voller. Zu kurz geratene Wache. Was bist du denn für einer? Zu lang geratene Wache. Was bist du denn im Ort wie diesem? Mir kam zu Ohren. Mir kam zu Ohren, dass noch Arbeiter für die Wiederaufbearbeitung des Südentors gebraucht werden. Für Unterkunft und Verpflegung werde gesorgt, hörte ich. Und so habe ich gleich meine 7 Sachen gepackt. Ei, wenn das so ist, dann sagt das doch gleich. Nach dem Unfall laufen die Reparaturen schon seit längerem, aber sie werden einfach nicht fertig. Und meine Güte. Aber wir müssten vorher dein Gepäck durchsuchen. Ist nichts bis für Persönliches, gehört nur zu den Vorschriften. Aus Sicherheitsgründen musst du aber 5 oder 6 Schritte zurückgehen. Gehört auch zu den Vorschriften. Das reicht schon, nichts für ungut. Gehört auch zu den Vorschriften. Wir können uns ja derweil ein wenig unterhalten. Jetzt sind mir die Hände gebunden. Wir mussten unsere Kontrollen verstärken, weil nach einem jungen Mädchen und einem Mann mit mittlerem Alter gefahndet wird. Oje. Mann, was ist das für ein Mörderknoten? Und angeblich soll dieser junge Mädchen der Prinzessin von Alexandria verdammt ähnlich sein. Endlich habe ich den Knoten aufgekriegt. Aber es ist doch die Tochter von Königin Brane, oder? Ich kann gar nicht glauben, dass die hübsch sein soll. Hm? Was zum Ratziger ist denn das? Bei meinen langen Beinen. Was ist denn dieser ekelhafte Gestank? Doch nicht etwa Gift? Was hast du damit vor, du Wahnsinniger? Sprich! Gestank?
bedauere etwas Stinkendes ist nicht in meinem Besitz. Ach. Das sind doch diese Dinge, die du nicht magst. Eine Spezialität Lindbums, die berüchtigten Schweißgurken. Aber gleich einen ganzen Sack voll ist schon heftig. Es ist meine Lieblingsspeise. Ohne sie bin ich morgens beim Frühstück völlig aufgeschmissen. Schon gut, du darfst passieren. Und vergiss ja nicht deinen Sack Schweißgurken nicht. Ich bin euch zu äußerst Dank. Schönen Dank. Und wo ist jetzt die Prinzessin? Endlich sind wir im Inneren des Tores, genau wie die Prinzessin es geplant hatte. Respekt, Prinzessin. So. Und jetzt nur noch ein Ort, dann ist der abgelegene Durchgang dort ist doch ideal. Aber das junge Fräulein und der Mann sind ein wenig im Weg. Multi. Irgendwas stimmt in dieser Welt nicht. Ich höre Gerüchte über irgendwelche Gespenster und überhaupt, warum wurde das Tor zerstört? Frag sie dann. Mit diesem Gepäck kommt jetzt mein Steiner darauf. Was mache ich bloß, jetzt ist mein Geschäft bankrott ist? Ich habe das ja gar nicht mitgekriegt, weil ich auf der anderen Seite des Berges war. Es hilft nicht, Sachen nachzutrauen, die schon gesehen sind und nicht mehr rückgängig zu machen sind. Was ich sagen möchte ist, dass wenn ihr schon einmal hier seid, dann solltet ihr nicht nur zuschauen, sondern auch zur Tat schreiten. Stimmt. Ja, ihr habt ganz recht. Ich weiß gar nicht, warum ich so niedergeschlagen war. Vielen Dank. Jetzt noch diesen Mann. Ehrlich aussehender junger Mann. 12 Hämmer, 23 Meißel und dann noch... Ah, ihr sucht wohl Arbeit. So ist es. Hat der Sack ihn gerade geschlagen? Na dann herzlich willkommen. Ich bin auch erst vor 5 Monaten hierher gekommen. Hier am Bordentor bin ich der aufsichtserhabende Mechaniker, aber außer mir gibt es eh nur einen Mechaniker. Mein Vertrag geht auch nur ein halbes Jahr. Nächsten Monat bin ich wieder im Schloss. Dann werde ich an einem Prototyp eines Luftschiffs mitarbeiten, das ohne Nebelantrieb fliegt. Die Welt außerhalb unseres Kontinents ist ja noch weitgehend unerforscht und eine Erforschung mit normalen Schiffen zu Wasser wäre zu riskant. Der Großherzog ist wahrlich ein Genie. Er hat als erster erkannt, dass die Zukunft in den Luftschiffen liegt. Meine Zukunft liegt in Geländewagen, wo ich durch die ganze World Map fahren kann. Wenn ich das in einem Spiel habe, dann bin ich der glücklichste Mensch aller Zeiten. Und das ist Final Fantasy 15 passiert. Ach, ich liebe das Spiel einfach nur, auch wenn ich einfach zu richtiger Angsthase bin. Aber egal. Huch, aber verzeiht. Jetzt habe ich euch mit meinem langweiligen Geschwätz aufgehalten. Diese Explosion, die durch kurz nach dem Durchflug der Klapperkiste von einem Frachtschiff ereignete, ist doch auch höchst merkwürdig. Irgendwas stimmt in dieser Welt nicht mehr. Ja, er will aber nicht. Dieses kleine Tor hier ist eine einzige Fehlkonstruktion. Wozu gibt es diesen Weg überhaupt? Wer will schon runter bis zum Nebel, um vom Monster gefressen zu werden? Wozu soll man es also reparieren? Aber so denken alle und deswegen wird das Tor hier nur von außen sauber gehalten. Außen hui, innen pfui. Dann war es also dein Verdienst, dass wir nicht durch dieses Tor konnten, Kerl. Ruhig, Steiner, ruhig bleiben. Hätte ich mich doch fast vergessen.
Nun, es gibt etwas, was ihr wissen solltet. Wie bitte? Das Tor zum Nebel ist immer noch defekt? Der glaubt wohl, er könnte mich für dumm verkaufen, weil ich noch so jung bin. Bitte entschuldigt mich! Jetzt ist die Luft rein. Hey, du! Stehen geblieben! Komm mal hier rüber. Gehört zu den Vorschriften. Es hat sich so viel Mühe gegeben. Halt! Mach ja keine Bewegung, bis ich dir ein Zeichen gebe. Jetzt dreh dich ganz langsam zu mir um und komm ja nicht auf dumme Gedanken. Puh. Hör zu. Um zum Gipfel jenseits des Südentors zu gelangen, benötigst du einen Passierschein. Ich lasse ihn genau hier liegen. Und wenn ich verschwunden bin, kannst du ihn dir holen. Es ist deine Schuld, verstanden? Nicht meine. Du schleppst schließlich dieses stinkende Zeugs mit dir rum. Das kapiere ich jetzt nicht, aber okay. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Steiner, kann ich rauskommen? Jawohl. Gut, dann gib bitte Acht, dass keiner kommt. Jawohl. Puh, endlich wieder frische Luft. Aber dieser Gestank hätte mich beinahe umgebracht. Er hält noch Wache. Dann ziehe ich mich geschwind um. Dann wollen wir mal hier bleiben. Steiner, ich bin soweit. Seid wohl auf, Prinzessin. Steiner! Wie war... Oh, ich meinte selbstverständlich Fräulein Lilly. Bis wir das Südentor hier passiert haben und Trenno erreichen, müsst ihr mich so rufen. Und salutieren ist ab jetzt auch verboten. Sehr wohl. Ich werde darauf achten, bis wir in Trenno angelangt sind und einen Weg gefunden haben, ins Schloss zurückzukehren. Dann lass uns aufbrechen. Oh. Damit kommen wir zum Berggipfel, nicht wahr? Diesem Berg liegt Alexandria, nicht wahr? Ich habe es auch ohne Sidan bis hierher geschafft. Haha, am besten ihr vergesst diesen nichtsnutzigen Kerl gleich wieder. Hey! Lieber nicht zurück. Ich will auch nie zurück. Ich will... Seid gegrüßt, ja. Potion. Heißt das, ich muss jetzt wieder ernsthaft leveln? Och, Manno. In den Federhut zu lange. Ja, gut. Bitte ein Brief von Mock an Mundrin. Ja. Ernsthaft? Jetzt muss ich ja wieder leveln gehen. Oh Mann, oh! Ich dachte, ich hab's hinter mir oder so. Nein, hab ich gar nicht. Scheiß drauf.